Viel kann man. Meine Tochter bekommt gerade so ein Medikament, also was flüssig ist, das beinhaltet Alkohol. Nein. Was ist, darf man mit Medikamente benutzen, wo Alkohol drin enthalten ist? Schau mal, Achikri. Wir versuchen erstmal immer eine Alternative zu bekommen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah hat Ash-Shifa, die Heilung, nicht in meiner Umma gelegt in Sachen, die haram sind. Was heißt, die haram sind? Ist Alkohol bei uns haram? Ja. Wenn dieses jetzt als Alkohol bezeichnet werden könnte, das heißt, das ist Alkohol, ich meine nicht einen kleinen Prozenter, sondern das ist Alkohol, dann nutzen wir dieses nicht. Dann schauen wir auf Generika, auf Ersatzprodukte. Denn es gibt viele Generika, viele Ersatzprodukte, sie haben denselben Wirkstoff, nur andere Zusammensetzung. Das heißt, wir schauen da drauf und inshallah ta'ala findest du was. Wenn das aber ein Medikament ist, was ein spezielles Medikament ist, und das hat nur einen kleinen prozentualen Anteil von Alkohol, und es gibt nichts Gleichwertiges, dann das kann man benutzen. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Na,